In dieser Gesellschaft haben die Menschen mehr Angst um ihr Geld als um ihre Taqwa. Der Wert der Gottesfurcht ist nicht hoch. Leider verfärbt sich diese fatale Perspektive auf uns Muslime. Und es dreht sich alles nur noch um das Gebet. Das war's. Wenn jemand jetzt das Gebet verrichtet und sich am gesamten Islam orientieren möchte, so heißt es, Masha'Allah, mach deine 5 Gebete, aber übertreib bitte nicht. Konzentrier dich lieber auf die Arbeit. Subhanallah, die Taqwa wird leider nur auf das Gebet begrenzt. In dieser Gesellschaft wird man schief angeguckt, wenn freizügige Frauen vorbeigehen und du deine Blicke senkst. Wenn du sagst, dass du keinen Alkohol trinkst und keine Freundin hast. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Taqwa ist mehr als nur eine Furcht. Oft wird jemand als Muttaqi betitelt, der leise spricht, der zurückhaltend ist und viel betet und Koran liest. Manche sagen auch, dass jemand ein Muttaqi ist, der sich in Bereichen umgibt, wo viele Sünden begangen werden und er diese Sünden nicht begeht. Manche gehen auf Partys und sagen, ich mache doch nichts Schlimmes. Und andere wiederum sind mit Freunden unterwegs, die Drogen nehmen und sagen, solange ich diese nicht nehme, ist alles in Ordnung. Doch bei Allah, es ist mehr als das. Die Araber haben damals jemanden als Muttaqi bezeichnet, der Vorkehrungen getroffen hat, um seine Angelegenheit erledigen zu können. Er hat sich seine Umstände so gelegt, dass er auf die Sache vorbereitet war und nicht von dem Umstand überrumpelt wurde. Und genau das bedeutet Taqwa. Denn Taqwa stammt vom Begriff Wiqaya ab, was so viel bedeutet wie sich schützen, bewahren und distanzieren. Ein Muttaqi ist also eine Person, die Vorkehrungen trifft, um seine Pflichten nachzukommen und sich von den Sünden fernhält. Wenn man weiß, dass am Badesee oder im Schwimmbad die Menschen fast nackt sind, dann ist es falsch zu sagen, dass man hingeht, aber nicht den Frauen hinterher schaut. Ein Muttaqi meidet solche Orte von vornherein. Die Gebetszeit hat angefangen. Dann sagt ein Muttaqi nicht, dass er später beten wird, sondern sofort, damit er das Gebet nicht verpasst. Ein Muttaqi hört lieber den Koran anstatt irgendwelche Rap-Songs, die in einem negative Gedanken hochbringen. Eine Muttaqiya fängt so bald wie möglich mit dem Tragen des Kopftuchs an und verschiebt es nicht, bevor es zu spät wird. Subhanallah, jetzt versteht man besser, was ein Muttaqi ist. Der Muttaqi lässt keinen Umstand zu, der es möglich machen könnte, eine Sünde zu begehen. Das heißt, er reduziert die Möglichkeit so sehr, um gar nicht in Versuchung zu kommen. Die Taqwa ist eines der tiefgreifendsten Konzepte des Islam. Die Taqwa sorgt dafür, dass eine Familie intakt läuft, dass der Ehemann der Ehefrau vertraut und umgekehrt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Sahaba mit dem Alkohol aufgehört haben, dass sie für den Gesandten Allahs alayhi salatu wassalam ihr Leben geopfert haben. Eine schöne Überlieferung macht dies nochmal deutlich. Umar radiallahu anhu fragte einmal Ubay ibn Ka'b, was ist Taqwa? Ubay sagte, O Amir al-Mu'minin, was machst du, wenn du einen dornigen Weg zu beschreiten hast? Umar radiallahu anhu antwortete, ich krempel mein Gewand zu meinen Waden hoch und achte auf meine Schritte und setze jeden Schritt langsam aus Furcht, dass die Dornen mich stechen könnten. Ka'b radiallahu anhu sagte, das ist Taqwa. Allahu Akbar, welch eine schöne Beschreibung. Genau das ist Taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns auf die Belohnung im Diesseits und im Jenseits aufmerksam, die für diejenigen bereitsteht, die gottesfürchtig sind. Es sind die Gottesfürchtigen, die Muttaqin, denen Allah der Erhabene seinen Beistand, seine Fürsorge und den Sieg verspricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, Allah ist mit denen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Auch sagt Allah azza wa jal, und dem, der Allah fürchtet, verschafft er einen Ausweg. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Muttaqin und verschafft ihnen einen Ausweg. Auch der Sohn von Ali radiallahu anhu, Hassan radiallahu anhu, sprach einst, die Menschen mit Gottesfurcht sind diejenigen, die sich von all dem fernhalten, was immer Allah der Erhabene verboten hat, und all das ausführen, was immer Allah der Erhabene angeordnet hat. Welch weise Worte! Auch unser geliebter Held Omar ibn Abdulaziz äußerte sich wie folgt zu Taqwa. Gottesfurcht wird nicht durch das Fasten am Tage und das Gebet bei Nacht ausgeübt, noch durch die Vermischung von beidem,
sondern Gottesfurcht bedeutet, sich von dem zu entfernen, was Allah der Erhabene zum Haram erklärt hat, und das Ausführen dessen, was Allah der Erhabene zur Fard erklärt hat. Nachdem ein Mensch dieses vollzogen hat, wird Allah der Erhabene ihm Gutes gewähren. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, wir müssen den Zustand des Muttaqi erreichen, ansonsten werden wir nicht Allahs Wohlgefallen erlangen und damit Jannah leider verpassen. Willst du den Stand deiner Taqwa wissen? Dann schau, wie du dich verhältst, wenn du alleine bist. Denn genau da wird sich der Grad deiner Taqwa äußern. Machst du viele gute islamische Handlungen oder sündigst du? Denn wenn du alleine bist, dann wisse, genau das ist dein wahres Wesen. Das ist deine wahrhaftige Taqwa. Du musst in deinem Alltag Mechanismen einbauen, um dein Gebet rechtzeitig zu beten und deinen anderen Pflichten nachzukommen. Auch musst du dich vom Haram fernhalten und deine Vorkehrungen treffen, um gar nicht in die Nähe des Haram zu gelangen. Denn schließlich willst du ein Muttaqi und der Umma eine Stütze werden, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch vor Allah hütet, wird er euch Entscheidungskraft gewähren und eure Übel von euch nehmen und euch vergeben. Und Allah ist voll großer Huld.